Hallo Leute! Wie geht's? Willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Yay! Das heutige Video... Video? Das heutige Video wird... chillig. Mach dir einen Kaffee oder Tee, setz dich bequem hin und schau mal weiter. Vor ein paar Monaten... Ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten habe ich ein Video gemacht, in dem ich einige Künstler, die ich liebe, mit euch geteilt habe. Und heute möchte ich 6 weitere Künstler mit euch teilen, deren Kunst ich wirklich mag. Let's go. Ich muss hier auf mein Handy gucken. Ich weiß nicht, wann war das, aber ich glaube, das war für ein paar Monate oder ein Jahr schon, dass ich habe das geteilt. Kunst, das ich mag, von anderen Leuten. So, heute mache ich das Gleiche. Gibt es nicht jemanden, das ist wichtiger als den anderen. Ich mag alles Gleiche. So. Der erste ist der... Wie heißt der? Warum geht gar nicht? Bitte. Hallo? Jemand da? Oh nein. Habe ich den Video verloren? Ah, jetzt. Der erste Künstler, das ich zeigen möchte, heißt Silas Noir. Ich werde alle Namen von Instagram und so hier lassen und das Video auch. Ich habe das Gefühl, dass mein Deutsch heute wird echt schlecht. Aber heute, ich weiß nicht warum, ist ein bisschen kompliziert, zum Video zu machen. Deswegen machen wir weiter. Das erste, wie gesagt, ist Silas Noir. Ist von Deutschland. Und er macht mehr Fine Line. Und ich liebe es. Wir können schon sehen, wie schön es ist. Aber alles, was ich heute hier zeige, sind alles schön. So fein und ist nicht so viel Details, aber ist alles so perfekt gemacht. Also passt echt gut für die Stelle. Jede Tattoo ist echt gut gemacht für die Stelle. Der nächste, das ich zeigen möchte, und das ist nicht für jeden, das ist ein Kunstgeometrie, ist ein bisschen zu stark, muss nicht, aber normalerweise ist zu viel für manche Leute. Der Künstler heißt Tom Ten. Wie immer, ich lasse hier den Video. Tom Ten Tattoo. Er ist von Frankreich und er macht Geometrie, Dotwork und Blackwork. Ich liebe diese Kunst. Ich hoffe, ich hatte mehr von dieser Arbeit. Ich konnte mehr von dieser Arbeit machen, aber ich habe so viel Kunden, das Kampf für meinen Mandalas und so. Ich liebe auch das. Ich liebe Mandala, Dotwork, Geometrie. Ich liebe alles so. Unrealistisch. Sachen auch, aber ich liebe diese Arbeit mit nur Punkten. Sieht cool aus, echt, echt. Guck mal, diese hier in den Nacken sieht so schön aus. Und die Vorlage ist nicht einfach zum Kleben, weil muss alles perfekt passen in die Stelle, ne? Ja, so ein Kunst, das ist kompliziert, aber so interessant, finde ich. Nächste Kunst, ich will nicht so viel reden, weil... Wenn ich anfange, ich stoppe nie. Diese Künstlerin... Ich sehe sie schon auf Instagram schon lange her und ich liebe ihre Arbeit. Sie heißt Bunami Inc. auf Instagram. Sie ist von Amsterdam und Hannover. Sie ist immer hin und her. Sie macht Unique Tattoo Arts, wie sie schreibt auf Instagram. Und normalerweise sind alle so, ich denke mit Single Needle. Ich weiß es nicht, ob sie macht alles mit Single Needle, aber oder nur Fine Line. Egal, ob das Tattoo ist ein bisschen größer oder kleiner. Sie macht alles so fein. Sie hat auch Stickers, also Aufkleber. Das möchte ich irgendwann auch im Studio haben, verfügbar. Und ist, ich glaube, ist alles mit einer Nadel, Segelnadel. Aber ich liebe ihre Arbeit. Sie macht so diese Floral und... Botanik. Botanisch Art Kunst. Ja, hier ist die Kleber, die Aufkleber, das sie verkauft. Im nächsten Video haben wir Jason Liu. Ich habe diese Künstler gefunden auf YouTube, nicht auf Instagram. Ich habe einmal ein Video von ihm, war mir rekommendiert. Ich glaube, ab jetzt, ich habe keine Angst mehr auf schlechte Deutsch zu reden. Ich glaube, ihr könnt sowieso verstehen. Wenn nicht, sag mir Bescheid. Mach mir einen Kommentar, was ich falsch mache, weil ich glaube, dieses Video wird so gut sein für falsche Deutsch. Ich habe ihn gefunden auf YouTube und dann im YouTube war ich nach ihrem Instagram. Er macht nur Single Needle, egal was, er macht mit Single Needle und er macht so viele Details, das sieht so schön aus, aber man muss viel, viel, viel Geduld haben. Für diese Tattoo so groß mit so einer kleinen Nadel ist nicht einfach und ich habe ein paar Tattoos gemacht, also nicht riesig Tattoos, aber große Tattoos mit Single Needle, man muss viel Geduld haben, weil dauert ein bisschen länger, aber sieht sehr geil aus danach, wenn die fertig sind.
Gänschen. Guck mal, das ist nur Single Needle. Das ist krass. Wahnsinn. Guck mal, diese Gänse eh waren alle mit Single Needle, aber man muss... Das dauert so lange. Diese zum Beispiel mit der Ice Cream bestimmt nicht, aber diese mit die Auge und so und den anderen mit die Gänse eh, das hat lange gedauert. Bestimmt. Boah, wie geil ist es? Guck mal das. Eine Kaffeetasse, so kleine. Ja, ist cool. Nächsten. So, ich habe noch zwei zum Zeigen. Ein ist der Andrea Scolo. Das ist auch so geometrisch. Ornamental-Tattoos, wie er geschrieben hat. Und er ist von Fuerteventura. Aber manchmal, er kommt auch in Deutschland. Er macht eigentlich geometrisch und er macht so viel hier. Also ich lieb es. Wie gesagt, ist nicht einfach zum Kleben, die Vorlage hier, den Stencil. Und er macht das so perfekt. Jeden Arbeiten, das ich mache, das ist in einem Steller, wo mehr kompliziert ist, die Vorlage zu kleben. Ich bin immer am Suchen, viel Technik zu finden, wie man besser sein am Kleben, die Vorlage. Man lernt immer mit der Zeit, ne? Und ich möchte immer lernen, etwas Neues, das kann mich helfen, die Vorlage besser zu kleben, bevor ich die Vorlage kaputt mache. Also bis jetzt, ich hatte nicht so ein großes Problem, wo ich musste die Vorlage wieder machen, weil ich habe es kaputt gemacht, weil ich habe nicht geschafft zum Kleben, hat noch nicht passiert. Aber gibt Stelle, das dauert zu lange. Also hier, wenn muss rund sein und so. So hier ist so viel kompliziert und hier ist mehr so ein Stress, weil ist ein Stelle, wo alle Leute sehen sofort, wenn ich dich gucke und du hast ein Tattoo hier. Bestimmt. Da würde sein die erste Stelle, wo ich guck. Deswegen ich finde, das ist immer gut, immer zu suchen neue Techniken und so. Es ist nicht einfach. Ihre Arbeit ist so geil, weil es alles so symmetrisch und perfekt geklebt. Sieht genau wie ein Aufkleber. Und jetzt haben wir den letzten, das ich gezeigt wollte. Das ist eine Frau, sie heißt auf Instagram Teriemi und sie macht eigentlich Botanical und Fineline Tattoo nur. Ich liebe einfach Fineline und diese Geometrie, Mandalas, was sind symmetrisch. Muss nicht. Ja, aber meistens, wenn es ist so symmetrisch und so, ich liebe diese Tattoos, sind so fein, weil es nicht einfach so ein feines Tattoo zum Stechen. Und ich finde so Wahnsinn, also weiß nicht. Wie gesagt, man denkt immer, kleine Tattoos sind einfach, aber guck mal, das ist nicht einfach. Ist schlimmer, die kleine das Tattoo, die feine das Tattoo, die kleine die Nadel ist schwieriger. Also ist nicht einfach zum Stechen. Guck mal, so fein es ist. Das ist ein Single-Needle-Tattoo. Ist nicht einfach zum Arbeiten mit einem Single-Needle. Also Leute, das ist das Video von heute. Tut mir leid wegen meinem Deutsch. Heute ist, weiß es nicht, was los. Aber war ein bisschen kompliziert zum Reden. Und ja. Weiß es nicht. Aber ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt meinen Kanal abonnieren, ein Like geben und diese Video teilen, so mehr Leute kennen diese talentierte? Sag mal, weiß nicht, Künstlerin und Künstler. Bitte, wenn du Bock hast, wenn du möchtest, kannst du mich korrigieren in meinem Deutsch hier runter in den Kommentar. Ich werde nicht böse sein. Alles cool, kein Problem. Ich glaube, ich bin heute in so einem müde. Ich bin ein bisschen müde. Und vielleicht deswegen. Sag mir runter auf die Kommentare, ob du hast irgendeiner dieser Künstler auf Instagram gefolgt. Gefolgt, sagt man? Das war's für heute. Und bis mein nächstes Video. Bye!